began, how God created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Vor langer Zeit im fernen Jerusalem kam ein ganz besonderer Besucher in die Stadt. Sein Name war Jesus. Er erreichte die Stadt an einem wunderschönen Sonntag im Frühling. Was ist denn los? Wo gehen denn alle hin? Habt ihr es nicht gehört? Er ist es! Er ist hier! Er ist endlich hier! Oh, wer? Wer ist hier? Der König! Kommt schon! Der König? Komm, gehen wir! Da ist er! Da ist Jesus! Wo? Doch nicht der auf dem Esel, oder? Der König? Auf einem Esel? Er sollte auf einem goldenen Wagen fahren, der von prächtigen Rössern gezogen wird. Seid ihr sicher, dass er ein König ist? Er sieht so gewöhnlich aus, wie einer von uns. Er sieht vielleicht gewöhnlich aus, aber hast du gehört, was er getan hat? Er hat ganz erstaunliche Dinge vollbracht, um den Menschen zu helfen. Selbst wenn Jesus sehr beschäftigt ist, nimmt er sich die Zeit, die Kinder zu segnen. Da war ein Bettler, der Zeit seines Lebens blind war. Jesus berührte ihn und wisst ihr, was geschehen ist? Der Blinde konnte wieder sehen. Und das ist noch nicht alles. Ich hörte, Jesus ging zu einer Hochzeit und sie hatten nicht genug Wein. Also nahm er Fässer voll Wasser und hat es in Wein verwandelt. Wasser in Wein? Das ist doch gar nichts. Ich hörte, er kann auf dem Wasser gehen. Oh, unglaublich. Was für ein Wunder. Ein echtes Wunder. Macht Platz! Ich glaube, er kommt. Macht Platz! Oh. Komm, Eselchen. Du bist ein guter Esel. Komm schon. Oh. Guter Gedanke, Andreas. Wo möchtest du hingehen, Jesus? Gehen wir zum Tempel. Ich freue mich, zur Gebetsstätte meines Vaters zurückzukehren. Auf zum Tempel. Kommt mit. Hier entlang. Es war ein anstrengender Morgen. Der Tempel wird ruhig und friedvoll sein. Oh, es ist gut, es ist gut. Es wird niemanden stören. Bringt den Esel ruhig mit in den Tempel. Du sagtest, dies sei ein Ort der Verehrung. Je mehr Geld ihr hier lasst, desto größer der Segen. Dies sollte ein Haus der Verehrung sein, nicht des Geldscheffels. Seht, hier geht es zu wie auf einem Bazar. 15, gib Ach, 15. mir 15! Das ist das letzte Wort! Verschwindet hier! Sofort!
kommt. Wir gehen. Nicht alle waren erfreut, Jesus zu sehen. Einige Priester des Tempels waren sehr eifersüchtig, weil alle Menschen Jesus mehr mochten als sie. Sie glaubten nicht, dass er der König war. Du erzählst uns immer von diesem wunderbaren Ort namens Himmel. Aber wie können wir dorthin gelangen? Vertraut auf Gott und auf mich. Liebt Gott von ganzem Herzen. Und liebt eure Nächsten wie euch selbst. Vergebt den Menschen ihre Fehler. Gebt den Hungrigen zu essen. Und den Durstigen zu trinken. Wenn jemand Hilfe braucht. Hört ihr bitte auf zu drängeln? Wir wollen alle hören, was Jesus zu sagen hat. Ist schon gut, Petrus. Jemand hat mich berührt. Wer war das? Hier sind so viele Leute. Ich weiß es nicht. Wer war es? Wer hat mich berührt? Ich war es. Ich bin seit vielen Jahren krank. Ich wollte dich berühren, um gesund zu werden. Nun bist du gesund und kannst in Frieden gehen. Ich danke dir. Indem ihr mich beobachtet und zuhört, was ich sage, lernt ihr das Himmelreich zu erschließen. Liebt einander, ob arm oder reich. Aber am meisten will ich, dass ihr lernt, eure Feinde zu lieben. Judas, einer von Jesus' Jüngern, war verwirrt. Er folgte Jesus schon lange Zeit, aber er verstand immer noch nicht, wie er jedermann lieben sollte. Er war auch deshalb verwirrt, weil er gern Geld hatte und immer mehr haben wollte. Oh, ich weiß, ich habe es hier verloren. Verzeihung, ich habe Geld verloren. Hast du meine Münze gesehen? Steht etwa dein Name darauf? Eines Tages entschied sich Judas, etwas sehr Schlimmes zu tun. Wollt ihr wissen, wo ihr Jesus finden könnt? Ja, wer bist du? Ich bin einer seiner Jünger, Judas. Ich kann euch zu ihm führen. Für seinen Preis. Ja, führ uns zu ihm. Er verursacht nur Schwierigkeiten. Das Volk mag ihn mehr als uns. Wir müssen ihn aufhalten. Was bekomme ich, wenn ich euch sage, wo er ist? Wie ist das? 30 Silberstücke. Keine Sorge, niemand wird erfahren, was du getan hast. Also gut, wir sind im Geschäft. Oh. Ich komme bald zurück und führe euch zu Jesus. An diesem Abend lud Jesus seine engsten Anhänger, die Jünger, zu einem besonderen Abendmahl. Hallo, willkommen Petrus und Andreas. Willkommen Jakobus, Johannes, Philippus und Bartholomäus. Hallo Thomas, Matthäus und Jakobus. Schön, euch zu sehen, Thaddäus, Simon und Judas. Was für ein langer, heißer Tag. Ich bin müde. Ich auch. Und meine Füße sind schmutzig von den staubigen Straßen. Ich würde wirklich gern ein Bad nehmen. Ich weiß. Lasst uns einen Diener holen, der uns die Füße wäscht. Gute Idee. Jesus, kennst du einen Diener, der sich um uns kümmern kann? Aber sicher. Oh, hey, was tust du da? Ich wasche deine Füße. Hochheben bitte. Aber ich wollte nicht, dass du das tust. Ich wollte einen Diener dafür. Du bist so wichtig, so machtvoll. Du darfst nicht vor mir knien und meine Füße waschen. Bitte, Petrus, es ist gut. Ich möchte das tun. Und mir auch? Dir auch. Darf ich? Und so war Jesus selbst ihnen zu Diensten, ihr Herr und Lehrer, und wusch ihnen allen die Füße, bis sie völlig sauber waren. Obgleich ich euer Herr bin, bin ich auch euer Diener. Ich will auf euch achten.
Und ich will, dass ihr auch auf andere achtet. Nun hört mir zu. Ich habe euch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Einer von euch wird mir etwas Schlimmes antun. Einer von euch wird meine Liebe und mein Vertrauen verraten. Wer? Wer ist es? Könnte ich es sein? Oder ich? Das verstehe ich nicht. Könnte ich? Vielleicht ich oder du oder... Fahre fort, Judas. Tu, was du im Begriff bist zu tun. Zuerst will ich danken. Wir danken dir, Gott und Vater, dass du uns Brot zu essen und Wein zu trinken gegeben hast. Wann immer ihr dieses Brot esst und diesen Wein trinkt, möchte ich, dass ihr euch meiner erinnert. Die Jünger verstanden noch nicht, was Jesus sagte und warum Judas fortgelaufen war. Sie waren verwirrt. Aber sie hörten weiter zu. Dies ist das letzte Abendmahl, das ich mit euch teilen werde. Ich werde bald gehen müssen, aber habt keine Sorge. Wir sehen einander wieder, ich verspreche es. Und ihr sollt euch daran erinnern, einander so zu lieben, wie ich euch liebe. Aber wir wollen nicht, dass du fortgehst. Wir wollen, dass du bei uns bleibst. Für immer. Musst du wirklich gehen? Ja. Aber denkt immer daran. Ich werde zurückkehren. Bald sind wir wieder vereint. Will dir jemand etwas antun? Wenn ja, dann helfen wir dir, nicht wahr? Meine lieben Freunde, heute Nacht werdet ihr euch fürchten, aber es wird alles gut werden. Aber nun will ich hinausgehen und beten. Möchte mich jemand begleiten? Ich will. Ich auch. Ich auch. Du kannst auf mich zählen, Jesus. Ich bin an deiner Seite. Also gut, dann folgt mir. Und so führte Jesus 11 seiner Jünger hinaus. Es war eine schöne, sternenklare Nacht. Sie gingen und gingen, bis sie zu einem Berg, dem Ölberg, kamen. Es war spät und die Jünger wurden müde. Ich möchte einige Minuten alleine sein. Ihr wartet hier und passt auf, nicht wahr? Natürlich tun wir das. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Ja, das ist wahr. Du kannst auf uns zählen. Bin ich müde. Ich auch. Ich weiß. Lasst uns gegen den Baum gelehnt ein wenig ruhen. Lieber Vater, ich weiß, du liebst und du behütest mich. Aber manchmal habe ich Angst vor dem, was geschehen wird. Bitte hilf mir, stark zu sein für das, was ich für dich tun soll. Hab Dank. Amen. Aber unterdessen in der Stadt Jerusalem. Wo ist er denn nun? Folgt mir. Petrus, Johannes, wo seid ihr alle? Sie schlafen. Was? Oh, du bist es. Wo bin ich? Was ist denn los? Ist schon gut. Zeit aufzuwachen. Hä? Was geht hier vor? Hallo, Jesus. Kommt, wir müssen ihn beschützen. Es ist gut. Ich muss gehen. Lass dein Schwert stecken. Dies ist mein Auftrag von Gott.
Die Soldaten, die Jesus fortbrachten, befolgten den Befehl des Pontius Pilatus und behandelten Jesus wie einen Gesetzesbrecher. All dies geschah, weil einige Menschen nicht glaubten, dass er Gottes Sohn war. Und so geschah es, dass Jesus am Kreuze starb, einen Dieb zu jeder Seite. Die Jünger waren sehr, sehr traurig. Sie hatten ihren Herrn verloren, aber bald sollten sie eine große Überraschung erleben. Einige der Jünger nahmen Jesus Leichnam, um ihn zu versorgen. Sie brachten ihn in eine Höhle, um ihn zu bestatten, wie es in diesen Tagen üblich war. Dann rollten sie einen großen Felsen vor den Eingang der Höhle, damit niemand sonst hineingelangen konnte. Und zum Schluss stellten sie noch Wachen vor der Höhle auf. Zwei volle Tage und Nächte vergingen. Und dann, am dritten Morgen... Hörst du das auch? Ja, was ist das? Hey, was geht denn hier vor? Ah! Wieso bewegt sich dieser Stein ganz von alleine? Schau! Zu diesem Zeitpunkt waren einige Freunde von Jesus auf dem Weg, die Höhle zu besuchen. Wir haben alles, was wir brauchen, oder? Duftöle, Gewürze. Ich denke schon. Jetzt müssen wir nur noch mit den Wachen sprechen. Ich hoffe, sie werden uns nicht aufhalten. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Warum laufen sie denn weg? Wundere dich nicht. Jesus ist nicht hier. Er ist vom Tode auferstanden. Er ist wieder am Leben. Geh und bring deinen Freunden die frohe Botschaft. Jesus lebt! Wir müssen es den anderen sagen. Oh, welch frohe Botschaft! Petrus, Johannes, Engel! Es ist unglaublich! Er lebt! Jesus ist wieder am Leben! Ein Engel ist erschienen und hat mir die frohe Nachricht gebracht! Ich kann es nicht glauben! Was für ein Wunder! Unfassbar! Vom Tode auferstanden! Preiset den Herrn! Das muss ich selbst sehen! Thank you.
Spaß. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe großartige Neuigkeiten. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Ich weiß, dass du sehr getrauert hast, Maria. Du solltest dich ausruhen. Nein, wirklich. Alles, was ich sage, ist wahr. Danke für die Nachricht. Das ist wirklich großartig. Warum gehst du jetzt nicht nach Hause? Glaub mir, es ist wahr. Oh, Thomas, wir sehen uns später. Das müsste ich schon mit eigenen Augen sehen, um es glauben zu können. Aber es wäre großartig, in dieses Haus zu gehen und das geliebte Gesicht meines Lehrers wiederzusehen. Ich sehe es beinahe vor mir. Wie Jesus hier stünde und mich anlächelte. Jesus? Jesus! Bist du es? Nun, da Jesus tot ist, können wir ebenso gut fischen. Ist das Netz fertig? Aha. Komm, Johannes. In Ordnung. Und eins und zwei und drei. Also gut, holen wir es wieder ein. Ah! Zieht, zieht, zieht! Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben nicht das Geringste gefangen. Versuchen wir es einfach nochmal. Und eins und zwei und... Seht, wer ist das da drüben? Werft euer Netz auf die andere Seite des Bootes. Was soll das jetzt bedeuten? Außerdem haben wir das schon versucht. Das haben wir schon versucht! Versucht es noch einmal! Warum sollten nur auf der anderen Seite des Bootes Fische sein? Nun, ich denke, ein Versuch schadet nichts. Kommt! Eins, zwei, drei! Oh! Wow! Ja! Zieht! Zieht! Seht euch nur all die Fische an! Seht euch das an! Aber wie kann das sein? Woher wusste er das? Wer ist der Mann? Es ist wie ein Wunder. Ein Wunder? Jesus? Er ist es! Was für ein Wunder! Er ist es! Jesus! Schnell alle zusammen, schnell! Holt die Netze ein und lasst uns rudern. Du bist zurück. Ich kann es kaum glauben, du bist zurück. Ja, Petrus, aber nur für eine Weile. Denn ich werde bald wieder zu meinem Vater im Himmel zurückkehren. Du verlässt uns wieder? Du bist gerade erst zurück. Wir wollen, dass du bleibst. Seid nicht traurig. Ihr solltet euch freuen. Seid fröhlich. Fröhlich? Wie können wir fröhlich sein, wenn du uns wieder verlassen wirst? Weil ich gestorben bin, um die Sünden der Menschen auf mich zu nehmen. Du meinst, du bist für uns gestorben? Aber weshalb? Weil ich euch alle liebe. Was sollen wir für dich tun? Gott möchte, dass ihr bei allem, was ihr tut, bei ihm seid. Und das seid ihr, indem ihr alle Menschen liebt, so wie ich euch liebe. Ich bereite euch einen Platz im Himmel. Berichtet allen Menschen von mir und meinen Lehren. Und vergesst niemals, dass ich immer bei euch bin. Wir werden dich niemals vergessen. Wir werden aller Welt von deiner Liebe berichten. Und die Jünger vergaßen niemals. Sie reisten durch Dörfer und Städte in vielen Teilen der Welt und berichteten den Menschen von Jesus und den großartigen Dingen, die er vollbracht hatte.